McDonald's, Burger King, KFC, sogar Starbucks hat einen Drive-Thru. Aber bei Döner ist das schon sehr ungewöhnlich. Das spricht nicht für die, Alter. Nein. Doch wir schauen uns das mal genauer an, Leute. Sofern ich das Loch treffe. Bruder. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen in Österreich. Wir schauen uns heute einen Drive-Thru-Döner an. Viel Spaß mit der zweiten Folge aus Österreich. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zurück. Home, sweet home. Ich weiß, das hat sich so angefühlt, als würde ich nicht mehr in Wien leben. Ich weiß selber nicht, warum ich so lange weg war. Wir sind aber wieder zurück und ich habe mir was Besonderes überlegt. Wir werden auf jeden Fall jetzt den ersten Drive-In, Drive-Thru, wie man es auch nennen möchte, Döner in Wien uns anschauen gehen. Österreich. Österreichs? Ja, Österreich. Ja, ich will einfach nur mal einen Döner in mein Auto bekommen oder besser gesagt in Alans Auto bekommen. Einfach schauen, wie diese Experience so ist. Manchmal ist es simpel, einfach weniger zu sagen und einfach mal die Klappe zu halten. Schlimmster Moment im Leben, wenn diese Tür einfach noch nicht offen ist. Wenn ich einen Kommentar lese, Randy geht zum Friseur, ich werde jeden blockieren. Coole Brille. Bruder, die sieht einfach genau aus wie meine. Nur andere Gläser. Von Mr. Specs? Ja, Bro. Einfach die günstigere Variante, wenn ihr die Brille von Lukas und Randy haben wollt. Ich muss sagen, die hat goldene Details. Ich feiere nicht so die goldenen Details. Kostet auch die Hälfte von euch. Okay, und sie ist ein bisschen klein und hat braune Gläser. Aber die ist geil. Sieht so aus, als wären wir da. Dieses rote, runde Schild. Kebab and more in Dreiskirchen. Wir kommen. 12 Sekunden. Ist auf jeden Fall falsch gefahren. Du bist manchmal so ein Talent. Spielplatz gibt's auch da draußen für Kinder. Ja. Willst du mich verarschen? Shisha gibt's. Shisha? Oh, das spricht nicht für die, Alter. Nein. Vor allem noch diese Namen hier. Mood Launch. Ist ganz geil, glaube ich, wenn hier wirklich so eine Straße ist, wo jetzt auch LKW-Fahrer und so vorbeifahren. Einfach kurz so ein Döner. Ja. Okay, mit LKW fährst du nicht durch den Drive-Thru. Du tust manchmal so, als hättest du einen LKW. Musst du mal diese Szene irgendwie sehen, diese Videos, wo ich parke, wo ich fahre? Wett mir, du kleckerst heute mit dem Döner. Ja, deswegen. Ich hab Angst. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Kebab and More in Dreiskirchen. Es wirkt sehr ländlich hier, oder? So. Ja. Das Restaurant von innen, bisschen Sitzplätze, 3 Spieße. Sind auf jeden Fall am Arbeiten, ein paar Getränke und sowas, ist ganz nice. Ja, wie es geht. Die haben schon Halloween-Stimmung, ja. Es gibt mir so ein bisschen Istanbul-Vibes hier draußen, muss ich sagen. Hier draußen grillt ihr auch, oder was? Ja, so Adana-Spieße, ja. So. Stark. Wie lange gibt es euch schon? Wie lange habt ihr schon offen? Ja, das ist krasser. Ja, aber wie lange habt ihr hier? Wie lange? Ja, see. Jahre. Everyday. Das ist jetzt unser neuer Video. Everyday. Einmal Kalbspieß, zweimal Chicken. Okay, dass sie noch so Holzofenpizza und so verkaufen, ist nicht immer ein gutes Zeichen, kann aber auch sein, dass sie einfach gute Pizza machen. Ich sag auch so, wie es ist. Hast du schon mal so Dönerpizza gegessen? Ja. Feierst du? Ja. Ich feier das, Bruder. Bruder, bei uns im 10. Hat vielleicht nicht wirklich was jetzt mit guter, traditioneller Pizza zu tun, aber ich find's lecker. Bruder. Was? Eieiei. Was? Einer trifft Schlüssel doch nicht. Ich habe keinen Führerschein. Echt? Ja, für Drive-In reicht's. Für Drive-In geht schon, oder? Ist es okay, wenn ich jetzt einfach mal hier so durch den Drive-In fahre ohne Führerschein? Ja, nein? Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das, um ehrlich zu sein, falsch an. Es fühlt sich extrem falsch an. Das ist so komisch, oder? Ich erwarte jetzt nicht, dass ich durch dieses Fenster gleich einen Döner bekomme. Komisch. Aber ja, ist wie es ist. Schauen wir mal. Willst du einen oder zwei? Stellen wir erstmal einen. Bei McDonald's Ihre Bestellung bitte. Zeit läuft jetzt, Countdown. Wie lange dauert das? Wie lange? Sind die das wirklich gewohnt? Weil auch als Verkäufer, du bist es nicht gewohnt, dass du einen Döner jetzt zum Drive-In-Fenster rausgibst. Haben die mich schon gesehen, glaubst du? Nein. Noch nicht? Düm, düm, düm. Ja. Ah, wie lange war das? 30, 40 Sekunden? Hallo. Hallo, bitteschön. Wir hätten gerne 2 Döner. Einmal Kalb, einmal Huhn. Ah. Ohne Tomaten willst du, oder? Ohne Tomaten, ohne Zwiebel. Der Mann will einfach, du willst keinen Döner, Bruder. Soll ich fragen, ob die auch Burger haben? Und den anderen mit allem. Bisschen scharf, willst du den Chicken Döner auch scharf? Nein, nein, kein scharf. Den Chicken, also wir machen einmal Chicken Sandwich und einmal Döner. Kann man mit Karte bezahlen? Ja. Super. Können wir noch was zu trinken haben? Eistee. Uluda haben wir, Sprite haben wir. Ich nehme Uluda. Zweimal. Uluda. Zweimal. Uluda ohne Tomaten, ohne Zwiebeln, das ist ja normal. Soll ich sagen, ohne Fleisch noch? Falafel. 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 Ich würde sagen, es fühlt sich immer noch nicht richtig an, aber vielleicht fühlt sich der Döner dann gut an, im Magen. Das müssen wir jetzt rausfinden. Mir sind jetzt so ein paar Sachen aufgefallen, die haben halt nur einen Kühlschrank da vorne. Das heißt, die Frau muss jetzt da ganz vorgehen. Ich denke auch nicht, dass so viele Leute sich einen Döner ins Auto holen. Leider kein
Dose mehr. Egal, macht nichts. Alles gut. Alles gut, danke dir. Mit Karte? Die Karte muss ich aber noch vorne machen. Geht es mein Handy? Ja, ja. Okay. Vielleicht macht sie jetzt 48,50 aus, was er eben. Trinken. Karte müssen Sie mit vornehmen, wir haben noch kein Gerät hier hinten. Das heißt, es ist ein geiles Konzept, deswegen denke ich, die meisten Kunden kommen hierher und essen drin. Was geiler, das oder Sprite? Schwierig, ich bin ein großer Sprite-Fan. Dankeschön. Dankeschön. Also wir haben bestellt 2 Döner, 2 Getränke, 2 Döner 11,80 €, das heißt 5 Euro. Mathematik. Filmt sie uns? Ja, ja, ja. Wir drehen aber ein Video über den Drive-In. Wie lange macht ihr das schon mit dem Drive-In? Seit 2009. 2009 gibt es den Drive-In schon? Na, ich weiß es nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber Kebab & More gibt es schon seit 2009. Okay, aber dieses Drive-In-Ding noch nicht seit 2009. Oh ja, schon. Dankeschön. Einmal Hühnerkebab mit ohne Zwiebeln und Tomaten, genau. Und einmal Kalbkebab mit bisschen scharf. Aber alles sonst? Alles. Super, dankeschön. Das andere ist kein Döner jetzt. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay. Auch kein Zwiebeln. Okay. Also Freundlichkeit 10 von 10. Ganz aber simpel. Aber das ist meistens so am Land. Sind die meistens freundlich? Ja, ja, ja. Am Land? Also, okay, ich nehme was zurück. Kommt drauf an, wo. Eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Leute am Land nicht freundlich alle, sind. Ja. Man sagt auch, also was auch oft gesagt wurde, ist, dass so in Österreich die Leute so unfreundlich sind. Ich sage euch jetzt mal eine Sache. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, aber Randy ist ja, ich bin ein dunkelhäutiger Mensch. Ich sag so, wie es ist. Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme in Österreich irgendwie mit unfreundlichen Menschen. Nicht mehr als woanders auf der Welt. Warum fahre ich aber eigentlich 8 Runden hier mit Auto? Wir haben auf jeden Fall jetzt noch einen Döner geschenkt bekommen, extra für die Thumbnail. Die haben jetzt auch nochmal gefragt, hey, welche TikTok habt ihr? Ich habe gesagt, Bruder, kein TikTok. Auf jeden Fall super nett. Kuss geht wirklich raus von Kebab & More. Wir haben auf jeden Fall hier den Kalb-Döner. Salat, scharf, Tomaten, also wir haben eigentlich alles drin. Zwiebeln, ganz klassisch, würde ich das sagen. Bisschen Joghurtsoße, so ein bisschen drüber. Und ich glaube, die machen Soße, Fleisch, alles rein, dann nochmal Soße aufs Fleisch und dann nochmal Fleisch drüber. Das sieht gut aus. Die Größe ist so, ich würde sagen, ist für meine Hände wirkt der jetzt sehr klein, aber ich glaube, so eine durchschnittliche Größe. Boah, ich habe lange nicht mehr so einen Döner gegessen. Mhm. Das ist auch scharf. Der Döner schmeckt genauso, wie wenn sich 90% von euch Döner vorstellen. Genauso schmeckt er, ganz klassisch. Leicht süß, das Fleisch. Da ist wirklich viel Fleisch drin. Die haben gar nicht gespart. Das ist natürlich jetzt auch das Modell gewesen für die Thumbnail so. Da könnten jetzt noch 30% weniger Fleisch drin sein, der würde immer noch fleischig sein. Bin happy. Komm, probier du jetzt auch dein Chicken Sandwich. Mhm. Aber ich finde schon, eine Zwiebel gibt einen ausschlaggebenden Geschmack in dem Döner. In dem Döner muss eine Zwiebel sein, dass es ein Döner ist. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Das sieht aus wie ein Coleslaw Sandwich. Ja. Ich hab's hier wieder im Bad, gell? Ja. Ja, ist schon weg. Ja? Er ist nicht weg, gell? Doch, du hast nur hier leicht. Die Soße, ich liebe diese Soße. Ich glaube, das ist diese Mayo. Das ist der Joghurt-Mayo-Sauce, die früher immer alle so. Wenn das jetzt deutsches Streetfood ist, okay? Sagen wir mal, der Döner ist deutsches Streetfood, ja? So schmeckt ein deutscher Döner für mich. Ganz klassisch, süß. Einmal ein normaler Chicken, aber es macht halt das Brot, die Soße, Bro. Das ist halt wirklich dieser Kindheitsdöner. Ah, weißt du, wie der sich anfühlt? Wie dieser 3,50 € Döner von früher. Ey. Das ist schon so, siehst du, so Gold. Das ganze Fett und Soße und alles hat sich da drin. Oh, der schmeckt richtig geil. Ja, Baba-Döner. Mhm. Ich hoffe, deine Mama hat Auto von außen nicht auch sauber gemacht, sonst kriegen wir Schläge. Eigentlich schon, aber... Entschuldigung. Ich mach heute nochmal. Probier mal deine. Wir sagen ja einfach nicht. Probier mal den, wie der schmeckt. By the way, Arlan liebt scharfes Essen. Für mich ist er zu scharf, aber... Wir haben ganzen Parkplatz haben wir versaut mit Servietten. Aber wart ihr hier schon mal Döner essen? Ja. Fahrt ihr immer mit dem Auto so durch? Ja. Ist es für euch schon normal, oder was? Nein, aber die haben einen Drive-In. Ist geil, oder? Ja, ist geil. Ich habe auch gerade bestellt. Was sagt ihr zum Döner? Ja, gut. Ich finde ihn geil. Ich bin überzeugt. Lasst euch schmecken, Männer. Die Jungs feiern den Döner auch. Für die ist schon normal. Drive-Thru-Döner. Ganz ist nix. Oder ist bei uns normal. Dreiskirchener Gangster. Verstehst? Bei uns in Dreiskirchen ist das normal, oder? Bei uns in Wien haben wir das nicht. Real Talk, der Döner ist gut. Mhm. Kann man nicht sagen. Mhm. Es zahlt sich wirklich aus dem Herzen. Ja, ja, ja. Nicht nur wegen der Experience, der Döner ist auch gut. Am Ende des Tages muss ich sagen, natürlich macht es keinen Unterschied, ob du jetzt mit dem Auto da rein, raus fährst. Ich finde es einfach cool, was Neues zu haben. So, und es gibt es nicht überall, deswegen würde ich es machen. Wenn du jetzt nicht hier am Parkplatz isst und es regnet und du willst nur schnell nach Hause und du wohnst in der Nähe, macht das schon Sinn. Dann macht es 100% Sinn. Ja. Aber so wie wir das jetzt machen, everyday. Everyday. Ich weiß eh, was du meinst. Du hast keinen Bock auszusteigen. Dein Arbeitsweg ist immer der. Du fährst so, tschick, 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 Döner, bam, weiter. Und ich muss auch sagen,
sagen, wie lange hat es gedauert, bis der Döner fertig war? Ich sag nicht mal 2 Minuten. Bam, 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 zack, zack, zack. Und dann ist es geil. 10 von 10. Ja. Oder sollen die da sich zu 20 anstellen? Ich fahre mit dem Auto ran, bam, Drive-Thru wie bei McDonald's, zack, geht schnell. Dann muss man sich lange anstellen, wie in deinem letzten Video. Kurze Werbung, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wie lange steht man bei Ferhat Döner an? Ihr könnt mir auch gerne mal unter dieses Video auch in die Kommentare schreiben, wo ich so ein Video nochmal drehen soll. Ich habe überlegt, in Berlin bei Ryam Döner, wie lange steht man da an? Es gibt noch so ein paar Läden, aber ihr könnt gerne unten in die Kommentare mal reinhauen. Ey Randy, da steht man echt lang an. Wie lang steht man wirklich an und lohnt sich's? Kebab in Moor, dicker Kuss geht raus. War sehr, sehr lecker. Danke nochmal für den einen geschenkten Döner auf jeden Fall. Wenn ich hier vorbeifahren würde, würde ich einfach rein und mir einen Döner fetzen. Hätte, habe ich jetzt Bock auf so einen nostalgischen Kindheitsdöner. Der ist super lecker, es gibt nichts zu meckern. Brot war geil, Fleisch war geil, hat alles super geschmeckt, war nicht zu salzig. Zu leid. Ist aber mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Bis zum 27. April, da ist mein Geburtstag, will ich diese 100.000 diesen YouTube-Button haben. Kuss geht raus.